Ein neuer Beitrag. Was sind Betrugs-E-Mails? Ja, was ist BEC? Was ist Business-E-Mail-Compromise? Das ist Bloßstellung eines Unternehmens durch Phishing-Mails. Diese Betrugs-Mails verleiten Mitarbeiter zur Überweisung hoher Summen oder geben auch Firmengeheimnisse preis. Im Hintergrund sitzen die Betrüger und suchen alle Informationen über einen Mitarbeiter im Netz. Wenn sie diese Informationen haben, sind sie glücklich. Hier haben sie also Martin Meyer gefunden. Er ist Einkaufsleiter. Und er hat in den sozialen Netzwerken gepostet, dass er in Urlaub fahren möchte nach Hawaii. Gut, jetzt haben die Betrüger nur noch eine Aufgabe. Sie müssen herausbekommen, wann Martin im Urlaub ist. Sie schicken ihm also eine E-Mail auf das Firmenkonto und sie erhalten die berühmte Abwesenheitsnotiz mit allen notwendigen Informationen. Währenddessen sitzt Martin natürlich auf Hawaii, trinkt seinen Ananassaft und tanzt schön hawaiianische Tänze und er ahnt nichts Böses. Die Mail hieß so: martinmeier@urlaubshausen.de. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich bin vom 23. August bis zum 28. September in Urlaub. Mit freundlichen Grüßen, Martin Meier, CEO. Die Jungs, die Betrüger, waren jetzt natürlich sehr fleißig. Sie wissen jetzt, wie lange Martin wegbleibt. Sie wissen auch, wann in dem Unternehmen zum Beispiel die Gehälter ausgezahlt werden und schreiben jetzt an die Gehaltsabteilung. Wir haben hier also martin.meier0453. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass 453 sowieso auch der Betrugsparagraf in Nigeria ist, @gmail.com. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie, ich bin im Urlaub. Deswegen benutze ich meine private E-Mail-Adresse. Ich habe meine Bankverbindung geändert. Deswegen bitte ich Sie, das Gehalt ab sofort auf folgendes Konto zu überweisen. Bank, Überraschungsbank, dann die Kontonummer. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Martin Meier, CEO. Weil Sie hatten seine E-Mail-Adresse und Sie wussten vor allen Dingen auch, wie er unterzeichnet bei seiner E-Mail. Gut. Jetzt ist Martin Meier aus dem Urlaub zurückgekommen und hat festgestellt, dass er kein Gehalt erhalten hat. Und jetzt hat nicht nur die Firma ein Problem, sondern auch die Lohnbuchhaltung, die hat ein dickes Problem. Oh, das sah eigentlich eben noch anders aus. Das FBI schätzt, dass in den letzten 3 Jahren auf diese Weise 65 Milliarden US-Dollar vergaunert wurden. So. Was kann noch sein? Also bei BEC, ich gehe nochmal hier zu Martin zurück, bei BEC, das war jetzt die eine Art Geldtransfer. In dem Fall war es direkt von Martin 1 auf sein Gehaltskonto. Es könnte auch genauso gut sein, dass Martin eine Mail bekommen hätte von einem Kollegen, der sagt, hör mal, ich bin im Urlaub oder du bist zwar im Urlaub, aber ich brauche für die und dieses Geschäft deine Genehmigung, dass wir das und das bezahlen dürfen. Und dann gibt er dann aus der Ferne die Genehmigung und in Wirklichkeit war auch diese E-Mail-Adresse von dem fiktiven Kollegen, den es ja auch wirklich gibt, schon eine Betrugsadresse. Ja, dann kann es sein, dass ein Vorgesetzter irgendwelche Informationen haben möchte, zum Beispiel über Steuern, Steuerangaben, vielleicht auch private Steuerdinger. Wobei ein Vorgesetzter das gar nicht braucht, er hat sowieso die ganzen Zugriffe zu allem. Und ja, dann kennen wir das auch, dass wir dann zum Beispiel auch eine E-Mail anklicken, auf den Download gehen und dann haben wir falsche Software installiert. Und das könnten so ungefähr die größten Sachen sein. Wie man sich davor schützen kann, ist natürlich, dass man eine Blacklist anlegt bei großen Unternehmen, von welchen Firmen man nichts haben will. Also
Es gibt verschiedene E-Mail-Adressen, die gar nicht durchkommen. Oder man kommt zwar durch mit einer normalen E-Mail, aber wenn man schon einen Anhang reinsetzt, dann funktioniert das nicht. Oder wenn man einen Link reinsetzt, funktioniert das auch schon nicht mehr, dass derjenige die E-Mail überhaupt noch erhält. Dann haben die meisten Firmen einen normalen Dienstweg und über die auch zum Beispiel die Buchhaltung angeschrieben wird und dass dann genau über diesen Dienstweg auch eine Überweisung erfolgt. Läuft das anders? Also beispielsweise werden durch eine E-Mail von einer Führungskraft die sofortige dringende Überweisung angefordert, dann sollte auch der Empfänger in der Buchhaltung skeptisch werden. Dann fällt auf, was wir auch schon öfter gesagt haben, dass es sprachliche Probleme gibt. Entweder ist das Datum nicht richtig geschrieben, die Grammatik ist verkehrt. Die Briefe sind sozusagen im falschen Deutsch oder auch im falschen Englisch geschrieben. Der Satzaufbau ist nicht richtig. Na, und man merkt also schon, dass das kein Muttersprachler ist, der das verfasst hat. Und dann ist auch sehr oft, dass die Antwortadresse nicht mit der Absenderadresse übereinstimmt. Das kriegt man auch als Privatmann oder als Privatfrau sehr oft mit, dass die man irgendeine E-Mail-Adresse hat von einer 388 M irgendwas und man soll dann an 499 Zeppelin D hinschreiben. Und was auch sehr auffallend ist, ist zum Beispiel auch, dass die Firmenadresse ähnlich aussieht wie die eigene. Aber wenn da jetzt zum Beispiel Company steht, ne, also du, ich heiße jetzt deine Firma.com und die haben aus deine Firma, haben die zum Beispiel gemacht deinfirma.com. Also die sind also auch sehr täuschend und sehr ähnlich. So, passt bitte auf, auch ist ja auch euer Arbeitsplatz, wenn da was passiert, ne? Ich wünsche euch immer wachsame Augen und immer viel Glück bei allem, was ihr macht. Und einen schönen Tag und bis bald.